Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar stelle ich euch die besten Teams zu den jeweiligen Budgets vor. Viele von euch da draußen fragen mich, ey Fabio, ich habe 100.000 Münzen, was soll ich machen? Ich habe 500.000 Münzen, was soll ich machen? Helf mir weiter, kannst du ein Team für mich bauen? Nein, aber dafür ist dieses Video da. Ich habe hier für euch mit meiner Meinung nach die besten Teams gebaut, die aktuell so ungefähr möglich sind. Zu verschiedenen Budgets für RTG-Spieler, für Spieler, die ein bisschen mehr Coins zur Verfügung haben. Und ja, vielleicht bin ich ja eine Inspiration für den einen oder anderen von euch da draußen, der dann durch das Video auf die ein oder andere neue Idee kommt. Ja, Freunde, lasst da auch gerne Support da, würde mich riesig freuen. Ihr feiert die Videos aktuell, zeigt es mir auch in Form von einem Like und gerne eben auch ein Abo. Wir sind auf dem Weg zu den 30.000 Abonnenten, würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir die knacken. Und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen rein und starten mit dem 100k-Team. Ja, Freunde, 100.000 Münzen sind absolut machbar aktuell, vor allem wenn man auch die Weekend League gespielt hat, ein bisschen grindet. Für die RTG-Spieler da draußen. Wir fangen im Tor an. Manuel Neuer, ja, habe ich mal im Draft gespielt. War da ganz nice. Hat tatsächlich auch den einen oder anderen coolen Playstyle, wie zum Beispiel weiter Abwurf, Flankenfang oder herauskommen. Also der spielt gut mit. Aber ja, Torwart sowieso immer eine Sache für sich. Rechtsverteidiger haben wir Klaus, Road to the Knockouts-Karte. Der Mann ist sehr interessant, denn der kann natürlich auch noch steigen und hat aber jetzt schon eine unfassbare Karte. Als Rechtsverteidiger absolut stabil mit diesen Stats und war auch in den letzten Teilen immer krass. In der Innenverteidigung haben wir zum einen Upamecano, da auf jeden Fall mit Shadow spielen, damit der Antritt nochmal hochgeht. Ansonsten ist er halt natürlich ein absolutes Monster. Ausdauer ist ein bisschen Trash, also müsste man auswechseln, wenn es in die Verlängerung geht. Aber ansonsten Monster, Upamecano neben Kim Min-jae, Neuzugang von FC Bayern München. Der hat wirklich eine richtig, richtig geile Karte bekommen. 80 Pace, 85 Defense, 84 Physis. Das ist brutal. Zusätzlich mit 1,90 groß genug und ja, da auch Shadow drauf für den Antritt und dann Abfahrt. Absolute Maschine. Links haben wir eine Spielerin vom FC Bayern München und zwar Gwyn. Nicht Guendouzi, sondern Gwyn. Julia müsste sie heißen, ne? Julia Gwyn. Kennt der ein oder andere von euch da draußen vielleicht auch. Super solide Linksverteidigerkarte. Auf jeden Fall mit Shadow oder Anker. Dann ist sie absolut in Ordnung. 1,72 ist auch eine absolut solide Größe. Also kann man auf jeden Fall als AV auch hier definitiv spielen. Bisschen aufpassen, Rechtsfuß. Kommen wir nun zum Mittelfeld und fangen zum einen an mit Tchouaméni. Der Mann hat einen 84er Upgrade bekommen. Ist eine super Karte. Ein bisschen zu wenig Tempo, aber da einfach Shadow drauf. Und ansonsten als Sechser wirklich eine absolute Maschine. Daneben haben wir einen eher spielstärkeren Spieler und zwar Camavinga. Kollege von Tchouaméni von Real Madrid. Der ist ein bisschen schneller, der ist ein bisschen ordentlicher auch im Dribbling und allgemein einfach als Achter ein bisschen mehr zu gebrauchen, weil er einfach ein bisschen beweglicher ist, ein bisschen agiler. Und dementsprechend ergänzen die beiden sich sehr, sehr gut. Zusätzlich haben wir dann hier noch im ZM Magul, Spielerin vom FC Bayern München. 5 Sterne Skill. Die haben nicht viele auf dem Schirm. Kann man definitiv offensiv zocken. Eher vielleicht aber auch so als Achterposition, Zehnerposition. Da aber dann unbedingt mit Hunter. Dribbling hat sie überragend. Passspiel ist auch unfassbar gut. 90 kurzer Pass, 90 Übersicht. Wenn man da Hunter drauf packt, dann hat man eine mit über 90 Antritt und über 80 Abschluss. Also super solide Karte. Für die Außenbahn haben wir dann Leroy Sané. Da ein bisschen schauen, nur 2 Sterne Weakfoot. Da muss man eher auf den linken Fuß gehen, aber das, was er mit dem linken Fuß macht, ist halt krass. 91 Tempo und 85 Dribbling sprechen da auf jeden Fall für sich. Dann haben wir als Stürmer die wahrscheinlich OP-ste Karte zu dem Preis, die es aktuell gibt. Kolo Muani, den kann man einfach nicht aufhalten. Ich kassiere gegen den auch immer Tore. 91 Tempo, 82 Abschluss, 86 Dribbling, zusätzlich einfach 1,87 groß, Monster. Und auf der anderen Flügelbahn haben wir Saint-Maximin. Da ist es natürlich so wie die letzten Teile. 5 Sterne Skill, 4 Sterne Weakfoot, brutale Beweglichkeit und Dribbling und brutales Tempo. Absolut geile Karte, wie jedes Jahr. Ja, und dann haben wir hier ein 100k-Team, wo wir auf 32 Chemie insgesamt kommen. Mit Managerin, französische Managerin Ligue 1. Und ja, meiner Meinung nach für 100k ein absolutes Macher-Team. So, Freunde, dann kommen wir nun zum 250k-Team, beziehungsweise circa 300k. Für die Leute, die ein bisschen mehr Coins zur Verfügung haben, ist aber auch absolut machbar als RTG-Spieler. Im Tor Mike Nam, mit dem Mann habe ich 20-0 geholt. Empfehlenswert. Rechtsverteidiger Di Lorenzo. Coole Karte, richtig dickes Upgrade bekommen.
absoluter Macher. 85 Tempo, 82 Defense, 82 Physis, big. Kimpembe in der Innenverteidigung, genauso eine Maschine wie die letzten Teile, brauche ich nichts dazu sagen. Lucas Hernandez, jetzt auch bei Paris Saint-Germain, richtig gute Werte als Innenverteidiger. Vor allem die Defensivwerte bei dem lassen sich absolut sehen, mit einer 90er Aggressivität, Maschine in der Innenverteidigung. Als Linksverteidiger haben wir eine der besten Linksverteidigerkarten überhaupt, und zwar Rolfö. 4 Sterne Skill, 5 Sterne Weak Foot und einfach mal in der Hullet Gang. Wow. Im RM haben wir Kolo Muani. Brauche ich nichts dazu sagen, hatten wir im anderen Team schon. Hat seinen Grund, warum der auch wieder dabei ist. Ist einfach ein Monster. Im Zentrum haben wir Barella, absoluter Allrounder. Der Typ ist so geil auf der 6er- bzw. 8er Position. Heftig mit dieser Beweglichkeit. Und daneben eine Spielerin, 88er Rating, Patrick Guijarro. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, vom FC Barcelona. Super Stats, wirklich überragende Stats. Abschluss, Passspiel, Dribbling, Defensive, Tempo ein bisschen boosten und dann Abfahrt. Zusätzlich Playstyle, Passen, hohe Pässe, weite Pässe kann sie halt perfekt spielen, zum Beispiel L1. Im linken Mittelfeld haben wir dann Mannschaftskollegen von Di Lorenzo, und zwar Kvaratskhelia. 5 Sterne Skill, 5 Sterne Weak Foot. Wenn der Mann aus einer anderen Nation kommen würde, Frankreich zum Beispiel, und in der Premier League spielen würde, wäre der einfach das Zehnfache wert. Absolute Maschine. Kommen wir nun zum Sturm. Oshuala, meine Spielerin, von meinem Main-Account sogar. Ich kann die euch wirklich nur ans Herz legen. Die ist so stark. 4 Sterne, 4 Sterne. Schaut euch mal die Stats an. 90 Abschluss, 92 Antritt, 91 Beweglichkeit. Bitte holt die, wenn ihr die Münzen habt. Und daneben genau das Gegenstück. Großer Spieler, aber mit dem Spieler habe ich 20-0 in der Weekend League geholt. Osimhen, Wahnsinnstempo, Abschluss, unfassbar. Und für seine Größe halt perfektes Dribbling. Ja, Freunde, das ist ein 250k bzw. 300k-Team. Meiner Meinung nach brutal krass. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Ja, und vielleicht helfe ich den einen oder anderen von euch da draußen für ein bisschen Team-Inspiration. Dann kommen wir nun zum letzten Team, und zwar zum 750k-Team. Für die Leute von euch da draußen, die ein bisschen Packluck hatten, die ein paar mehr Coins zur Verfügung haben, vielleicht der ein oder andere gute Tipp fürs Team. Wir fangen an im Tor mit Onana. Torwart, immer eine Sache für sich. Rechtsverteidiger haben wir, wirkt ein bisschen schwächer. Molina ist aber eine absolut solide Karte als Rechtsverteidiger, kann man da definitiv zocken. In der Innenverteidigung haben wir zum einen Rüdiger, 91 Sprinttempo, 91 Stärke, 91 Aggressivität, absolute Maschine. Zusätzlich mit in der Luft Playstyle ausgeschmückt, also gewinnt einfach jedes Kopfballduell. Daneben haben wir seinen Teamkollegen Alaba, wenn ihr die Coins für Militao oder so habt, natürlich könnt ihr auch spielen, aber auch Alaba hat eine absolute Maschinenkarte bekommen. Links in der Verteidigung haben wir Balde. Auch der Mann ein bisschen unscheinbar, aber habe ich selber auch gespielt, vor allem für die Offensive brutal stark. Defensive muss man mit Chemistry Style auf jeden Fall pushen. Im rechten Mittelfeld haben wir Rodrigo, der hat eine richtig geile Karte dieses Jahr bekommen. 87 Abschluss ist Wahnsinn. 87 Beweglichkeit, 89 Antritt. 4 Sterne, 4 Sterne, absolute Maschine. Im Zentrum haben wir Bellingham, den Mann habe ich im Main-Account gespielt. Hat gar nicht so krasse Stats, aber ist in-game, hat er so eine krasse Präsenz. Holt euch den Mann, wenn ihr die Coins habt. Daneben haben wir Sandro Tonali, mit dem Mann habe ich 20-0 geholt. Und ich muss sagen, er ist mit der beste Zentrumspieler, den ich gespielt habe bis jetzt, weil er einfach alles kann. Er kann einfach alles und ist vor allem als Sechser ein absolutes Monster. Im linken Mittelfeld haben wir Rashford, 5 Sterne Skill, 91 Sprinttempo, 86 Abschluss, 93 Schusskraft, 86 Dribbling und vor allem Powerschuss-Playstyle. Holt euch den Mann, wenn ihr die Coins habt, glaubt mir. Im Sturm haben wir zum einen Kunku, 5 Sterne Skill, 3 Sterne Weakfoot nur, aber absolut geile Karte auch dieses Jahr. Vor allem das Krasse bei ihm ist seine Bewegungen mit dem linken Stick, Dribbling, 89 Dribbling, 90 Balance. Holt euch den Mann, wenn ihr die Coins habt. Und daneben, Freunde, haben wir den Mann, den ich im RTG-Team spiele, Antoine Griezmann. Der hat dieses Jahr wieder eine geile Karte bekommen. 90er Abschluss, 89 Beweglichkeit, 88 Dribbling und jeder angeschnittene Schuss ist mit dem Mann drin. Packt dem auf jeden Fall Hunter oder irgendwas anderes mit 3 Tempo drauf, dann hat er auch über 90 Pace und dann ist er einfach nur eine Monster-Stürmerkarte. Ja, Freunde, das ist das 750k-Team mit vielen, vielen OP-Spielern drin, zum Beispiel Rashford oder auch Griezmann. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Probiert es aus. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen von euch da draußen weiterhelfen konnte. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Euer Feedback. Vielleicht habt ihr auch andere Ideen, wie man die Teams bauen kann. Helft euch gegenseitig. Dann würde ich sagen, Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Ciao.